So, da bin ich wieder. Ja, ich meine, ich will mal sehen, wie verbraucht dein Pokémon aussieht. Das müsste ja schon ein geweitetes Hinterteil haben und ja, und du eigentlich auch, weil das ja männlich ist, das Pokémon. Deswegen würde ich das mal gerne sehen, wie dein Pokémon aussieht. Hontex, vielen Dank! Und ja, mein Pokémon hat wirklich ein sehr geweitetes Arschloch. Und ja, da konnte ich halt nichts für. Die Zeit, die du auf Reisen warst, da konnte ich halt nicht anders. Und die ganze Zeit mein Pokémon zu trainieren und in den Arsch zu hacken. Und ja, lass uns kämpfen. Okay, jetzt komme ich. Alter! Alter, das will ich gar nicht wissen, ob du jetzt kommst. Sag mal, dass du jetzt erst dein eigenes Pokémon wieder vögeln willst. Ich meine, Alter, vögel das doch nicht im Kampf. Mach das doch danach. Was geht? Alter. Der ist echt krank, der Bengel. Wenigstens passen seine Haare zur Hose. Vor allen Dingen ist er versucht, seine Beine zusammenzukneifen. Dass es nicht so nach Fisch stinkt einfach. Und ja. Level 16. Nachtnebel. Double Team. Fluchtpferd steigt. Dein Vater steigt. Obwohl, bei deinem Trainer steigt, glaube ich, irgendwas. Das will ich eigentlich gar nicht wissen. Mein armes Pokémon. Erst muss ich das ins Pokémon Center bringen und dann kann ich es wieder durchnehmen. Mann, du bist doch blöd. Das ist so umständlich. Ja, wieso forderst du mich ja überhaupt heraus? Was geht? Ja. Ich hab verloren, Mann. Jetzt muss ich ins Pokémon Center rennen. Mein süßes Pokémon heilen und dann wieder nach Hause rennen, um es zu vergewaltigen. Ja, Alter. Dann mach es doch, Mann. Und sag mir das nicht. Das will ich gar nicht wissen. Was geht? Alter, der Bengel einfach. Das ist unfassbar einfach. Onkel, ich gehe zurück nach Wiesenflur. Weil ich mein Pokémon wieder vergewaltigen will. Rontex, herzlichen Dank, dass du mein Pokémon besiegt hast, dass ich das zum Pokémon Center bringen muss, dass ich es wieder abholen muss und nach Hause gehen kann und dann, um das denn wieder zu vergewaltigen. Als Strafe, dass du mich besiegt hast. Da mache ich schöne, richtig schöne SM-Spiele mit ihm. SM-Spiele, mit Peitsche und Handschellen und oh. Alter, sag mal, was geht? Man besitzt den... Was? Wer spricht denn jetzt gerade? Ich habe das gar nicht mitgekriegt gerade. Achso. Heiko, du brauchst deshalb nicht so niedergeschlagen zu sein. Nur weil dein Pokémon besiegt war und du auf Pokémon stehst. Pokémon, das nennt man aber auch Pokémon-Philie oder Poke-Philie oder so. Da brauchst du dich nicht schämen. So einsam wie du bist und
Wenn man keine Freunde findet wie du, kann man das verstehen. Und ja, deswegen brauchst du deshalb nicht niedergeschlagen zu sein. Was hält dich davon ab, stärker und stärker zu werden? Nichts. Außer das Bett, an dem du deinen Pokémon fesseln wirst und das so durchnehmen wirst, dass du es immer wieder, trotz den du nicht gekämpft hast, ins Pokémon Center rennen musst, um dein Pokémon zu heilen, weil das so eine ausgeweitete Resette hat nachher. Na gut, ich will nicht weiter drauf eingehen. Der das Let's Play aufnimmt, will das wahrscheinlich auch nicht wissen. Genau, Vater, genau, das will ich auch nicht wissen. Das will ich auch gar nicht wissen. Der weiß, was ich voraussehe, weißt du, da. Komm, gehen wir nach Hause, da warten sie alle schon auf dich. Das Bett auch, wo du dein Pokémon wahrscheinlich extrem durchnimmst zur Strafe mit Peitsche und sonst nicht alles. Alter, sag mal, hast du nicht gesagt, das will ich gar nicht wissen? Und jetzt hast du das selber. Was soll denn das? Alter, was geht? Grontex, mir dämmert es so langsam, du musst der Trainer sein, der sich damals um Heiko gekümmert hat, als er sein erstes Pokémon fing und vergewaltigte. Ja, er hat's gefangen und ja, er hat's danach auch vergewaltigt. Ja, aber melde mich jetzt nicht der Polizei. Also, ich meine, ich habe ihm das nur gezeigt. Das soll jetzt keine Ambition. Ich soll jetzt ihm nicht dazu animiert haben. Weil sonst werde ich der Mittäterschaft, sonst werde ich der Mittäterschaft verurteilt. Das will ich halt nicht. Na, was sagst du denn jetzt noch? Warum besuchst du uns nicht irgendwann im Wiesenflur? Ich bin sicher, Heiko würde sich sehr freuen. Na, ob er sich freut, wenn ich in sein Zimmer platze und er gerade seinen Pokémon knallt? Ich weiß nicht, ob er sich freuen würde, also ganz ehrlich. Das wage ich zu bezweifeln. Was will er denn jetzt? Hehe! Ich habe diesen Kampf beobachtet. Du bist ein Freund von diesem Jungen von Heiko, oder? Ja, aber ich distanziere mich in jeglicher Art von Pokémon-Vergewaltigung einfach. Und deswegen bin ich eigentlich einfach nur ein Freund von ihm und beim anderen da distanziere ich mich so dermaßen einfach. Davon will ich gar nichts wissen. Hast du eigentlich Fragen diesbezüglich? Aber du hast dich nicht zurückgehalten und ihn beeindruckend besiegt. Yeah! Das ist es, was Pokémon-Kämpfe ausmacht. Ich bewundere solche Trainer. Okay. Ich feuere dich an. Ah! Ah! Oh, verdammt! Sag mal! Oh! Halt das Feuer fern von mir! Oh, ich mag kein Feuer. Ich meine, warm ist ja schön, aber halt das Feuer fern von mir. Alter, was geht mit dir nicht? Ah, das tut weh. Ich will nicht verbrennen. Blödes Arschloch. Verbrennt er mich schon fast? Weil er sagt, ich feuere dich an.
Meine Herren. So, ich will erstmal speichern. Yep. Ja, es gibt einen reichen Spielstand. Ich will unterschreiben. Ja. Bitte der Gerät nicht ausschreiben. Ausschalten. So. Ich melde mich gleich wieder. Bis gleich, Leute. So, Leute. Ich habe ja gespeichert. Ich muss das gerade nochmal speichern. Tut mir leid. Weil ich gerade noch eine Aufnahmepause mache, weil ich noch was anderes aufnehmen will. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Smaragd. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Pokémon Smaragd. Und weiter geht's im Geschäft of Life, würde ich mal sagen. Da war ja noch was. So. Ja, ich habe Oskilo bis trainiert und ja, mein Zickzack hat sich jetzt zum Geradax weiterentwickelt, ohne mich zu fragen einfach, und ja, so sieht es halt aus. Und ja. In der Liga ist er schon auf 20 jetzt und machen wir mal weiter. Haben wir das Fahrrad eigentlich schon? Nee, ne? Ich weiß das gar nicht. Oh, du möchtest dir die Räder... Achso, habe ich schon. Ach, na gut. Mir gefällt es nicht, ich muss es ja haben. Ich brauch das ja, ne? Moin. Der Duft von Blumen hat eine magische Kraft. Er reinigt Körper und Geist. Ja, dann würde ich mal... ja. Wenn du Geist hast, ich würde mal hier die Ghostbusters anrufen. Vielleicht helfen die dir bei deinem Problem. Los, 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 Pokémon! 1, 2 und 3! Sind wir jetzt bei der Gewinnshow 1, 2 oder 3 oder was? Was geht? Aroma Lady Rosemary und Teenager Ludmar möchten kämpfen. So. Roselia. Zickzacks. Funkensprung. Zielstrahl. Sehr effektiv. Hey, Level 24. Das ist ja super. Ein Knilz. Ich knilz dir gleich eine. Ah, wegen ich knall dir eine. Ich muss schon sagen, er ist paralysiert, Alter. Sieht mir so, sah so komisch aus eben. Nein. So. Stundor. Weiß ich, ob da Dings gut wäre. Weiß ich nicht. Maus. Gewonnen, hittet! 97.
SCP. Aroma Lady Rogue. Warum Roselia? Was hat die mit dem Viechern los? Ja, weit aus dem Monde. Ritzeblitz. Ja. Dann mache ich mal das. Dann mache ich das. Ja, genau auf meins. Genau, natürlich. Wie doof kann man eigentlich sein, wenn man sein eigenes Pokémon hittet? Hä, hab ich ja schon. Nein. Das war aber aus Versehen. Haha, ich lach dich aus. Ach nee, es wäre Mobbing. Ich lach dich an. So ist besser. Yay, Level 21. Teenager Lugma sind besiegt. Oh du meine Güte, scheinbar habe ich verloren. Ja, was denn eigentlich? Hast du da Schimmelsporen um deinen Kopf hängen? Oder wieso sieht das so komisch aus? Wie ekelhaft. Was? Los, ihr Pokémon! Geht es euch gut, Pokémon 1, 2 und 3. Boah, ich meine, wenn die besiegt sind, wie soll's denen denn gehen? Also, wahrscheinlich nicht so gut, ne? Das sollte eigentlich einen schon die Logik sagen. Na gut, wenn man ein Gehirn wie eine Walnuss hat, dann... Oh. Nicht schon wieder... Ich könnte das Essen berechnen, ganz ehrlich. Vor allem, er fragt sich, ob seine Pokémon gut geht, und er steht da wie angewurzelt und fragt sich und geht nicht mal ins Pokémon Center. Ja, das ist ein... So macht man sich Sorgen normalerweise um ein Pokémon. Das ist das Normalste der Welt. Alter, renn die weg. Kannst du mit einem Pokémon das verkennen, das Meer überqueren? Ja, kann ich ja nicht. Ja. Na Alter, wie geht's? Oh, geile Mucke! Geil! Meine Melodie wird deine Seele erschüttern. Ja, die erschüttert mich gerade. Die bewegt mich gerade schön zum Tanzen. So. Abdancen. Ich feiere die Musik ohne Ende. Weil ich habe ja schon mehrmals gesagt. Eine Herausforderung von Gitarrist Bob. Hey, das ist unser Bob, du Stehlampe. Nein. Ah. Muss ich mal schon mal austreten. Vitali. Wäre zwar nicht effektiv, aber ich habe keine... Ach nee, ich hab doch noch Dings. Hat der schon wieder auf der Box geknallt? Ich bin so blöd. Naja. Was mache ich denn jetzt? Ach, ich versuch's einfach. Was soll schon schief gehen? Muss es verrecken. Dann. Okay, ich muss es wechseln. Das hat doch. Hat das schon Typ Stahl? Weiß ich gar nicht. Hat das schon Typ Stahl? Ich weiß das gar nicht. Ich muss das mal ausprobieren.
Nein, hat's noch nicht. Kommt erst in die späteren Generationen. Ach, es wirkt trotzdem ganz gut, also kann man nicht meckern. Jupp, so Volltreffer, super. Magnitude wurde besiegt. Hey, Winterdiehalt, 150. Flurmel, was ist denn Flurmel? Man hat ja manchmal auch eine Murmel und das ist ein Flurmel. Ist so ähnlich einfach. Flurmel. Ich kenne das, aber ich weiß nicht, was das jetzt ist. Ich lasse das erstmal. Ach so, so ein Vieh. So. Naja. Das sieht so ungewaschen aus. Erstmal per Aquaknarre ein bisschen waschen einfach. Fehlt nur die Seife. So. Flurm ist gewaschen, das ist schön. Level wäre schön. So. Nein! Es ist doch nicht wahr. Was behindert ist. Tag. Für mich ist die Ausrüstung entscheidend. Aber für Trainer sind natürlich die Pokémon und das Herz entscheidend. Denn ohne Herz kann man nicht leben. Wow, was eine geile Erkenntnis. Bin so begeistert. Naja. Eine Herausforderung von Angler Aladdin. Ey Aladdin, hol mal deine Wunderlampe raus und reib sie mal. Obwohl, das hört sich falsch an. Nee, lass die Lampe mal stecken. Ich will das weder sehen noch wissen. Das muss ich sagen. Gut, los, Vitali. Mach mal einen Funkensprung. Yay, sehr effektiv. Tschüss. Wurde besiegt. 360. Wurde im Herzen geschlagen? Ja. Und gleich reiß ich's dir aus der Brust. Und es gewinnt 640 Pokémon. So, was haben wir denn noch hier? Oh. Eine Herzschuppe. Wenn wir schon beim Thema Herz sind, ne, also... Kommen wir erstmal nicht weiter. Gut, ohne 18 Ballungslos. Wo City, oh, ich hab Schluck auf. Warum? Wieso ist überhaupt diese komische Mauer? Ich verstehe es nicht. Nein. Oh, wo City. Waren wir ja lange nicht. Ah. Waren wir da schon drin? Wo City. Walter. Gibt eine Firma, eine gewisse Firma Walter. Wisst ihr da? Der Mann, der Spannung entlädt. Ach so, das ist ja so ein Elektro-Dingens. Oh, da brauche ich Dings wieder. Da brauche ich Pflanze. Da muss ich doch mal glatt mal wieder ins Poké-Center. An den PC. Und... Geh mal an das PC. Ladungssystem geöffnet. Wir brauchen... Leg mal eins ab. Wird sie ja nie anbieten, weil trainieren können wir es ja jetzt eh nicht, weil es ja eine Elektro-Arena ist. Dann leg ich es kurz mal ab. Du hast drei Pokémon in Box 1? Warum? Hast du so wenig gefangen schon? Noch? Das
ist unfassbar. Nehmen! Und das von hinten! Nein. Wir heißen ja nicht Heiko. Ah. So. Wert Level 19. Ah. Könnte schwierig werden, aber gut. Müssen wir gucken, wie das so läuft und wird. Und ja. Erstmal die Eintrainer machen, um mir... Was? Na, Alter. Hey, wie sieht's aus auf dem Weg zum Chimbrontix? Walter, der Arenaleiter von Malfur City, setzt Elektro-Pokémon ein. Ja, und ja, ich bin schon wieder heiser. Weil ich durch die ganze Halle geschrien habe beim letzten Trainer, der hier vorbeikam. Der hört doch nicht immer auf zu schreien, Alter. Schreib lieber per WhatsApp oder so. Mach eine Sprachnachricht an ihr. Dann brauchst du jetzt nicht so schreien, weißt du? Das ist doch blöd. Ja, ich weiß, dass es blöd ist. Ich habe nur kein Smartphone. Ich kann das nicht leisten. Ach so, na gut. Wenn du ihn mit Wasser-Pokémon angreifst, macht er sie fertig. Britzel. Und die Türen lassen sich...